So, hey zusammen, hier ist wieder Weezent und heute geht es weiter mit dem Weezent Terraria NPC Adventskalender. Und ja, hier schauen wir uns verschiedene Terraria NPCs als verschiedene Terraria Stadtbewohner etwas genauer an. Und beim letzten Mal, also beim 10. NPC, haben wir uns den Painter NPC, also den Maler Stadtbewohner, etwas genauer angeguckt. Und da habe ich drei Namen genannt, die der Maler haben kann, beziehungsweise eigentlich nur zwei Namen, weil einer dieser Namen konnte er gar nicht haben. Und ich konnte dann raten, welcher Name es war, den er nicht haben konnte. Und da habe ich die Namen Enzo, Mauri und Ludo gesagt. Und welcher Name stimmt davon nicht? Und ihr habt dann in die Kommentare geschrieben, welcher dieser Namen nicht stimmt. Also welchen dieser Namen der Maler nicht haben kann. Und jetzt kommt die Auflösung davon. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber der Maler ist nach einem Ferrari benannt teilweise. Nämlich der Maler hat den Namen, den auch ein Ferrari hat. Und zwar den Namen Enzo. Es gibt nämlich echt den Enzo Ferrari. Ich glaube, Enzo Ferrari war sogar der Macher von Ferrari. Deswegen gibt es das ein Auto und ja. Auf jeden Fall Enzo kann der Maler haben. Aber welcher der zwei Namen kann der Name? Aber welcher dieser zwei Namen hier ist jetzt der falsche? Und der Name, den nicht stimmt, ist Mauri. Also Mauri ist der Name, den der Maler nicht haben kann. Wir haben ein paar Leute haben es in die Kommentare geschrieben, der Name Mauri ist halt abgeleitet von dem Namen Mauro, was der Malermeister haben kann. Also der Maler kann den Namen Mauro haben, aber nicht den Namen Mauri. Und deswegen habe ich das dazu abgewandelt, damit es ein bisschen schwieriger wird. Auf jeden Fall, die Leute, die Mauri geschrieben haben, haben recht gehabt. Auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch an alle, die es richtig geraten haben und an die, die es nicht richtig geraten haben. Keine Sorge, heute gibt es wieder ein Rätsel, wo ihr mitmachen könnt. Auf jeden Fall, die Leute, die es richtig geraten haben, werde ich jetzt mal grüßen und die Video erwähnen. Und ja, aber es sind nicht alle Leute, die es richtig geraten haben, weil ihr wieder so viele Kommentare geschrieben habt. Aber auf jeden Fall grüße ich jetzt ein paar Leute, die es richtig geraten haben. Und die sind Max, Pommes LP, WePlays 2201, Nandor, Ali, It's Yani PvP Gaming, Danny D Player, Poltergeist, Ankietle, Grafa Player und Timecrafter. Auf jeden Fall, alles Grüße, fühlt euch gegrüßt und auch wenn ihr es richtig geraten habt und nicht gegrüßt wurdet, keine Sorge, heute habt ihr wieder die Möglichkeit mitzuraten. Okay, dann geht's endlich mal weiter zum heutigen NPC und heute schauen wir uns den Angler-NPC ein wenig genauer an. So, der Angler, beziehungsweise auf Englisch heißt auch Angler oder so. Und ja, das ist halt ein Fischer-Stadtbewohner, also so ein Stadtbewohner, der halt Fische fängt und so. Und seid nicht zu fies zu diesen Stadtbewohnern, weil es ist eigentlich, glaube ich, noch ein Kind oder so. Also ich glaube, es soll heißen, dass das ein Kind ist. Und ja, man sieht es auch, weil er ein bisschen kleiner ist und so als anderen NPCs. Und ja, der Angler-NPC ist ein besonderer NPC, weil er verkauft euch nichts. Er ist einer der wenigen Stadtbewohner, der euch nicht irgendwas zum überteuerten Preis andrehen will, sondern er gibt euch Aufgaben, die ihr für machen könnt und wenn ihr die Aufgaben erfüllt, bekommt ihr etwas geschenkt. Und die Aufgaben sind halt Fische fangen. Das heißt, an jedem Tag gibt es eine andere Aufgabe, die ihr erfüllen müsst aus einem anderen Fisch, den ihr fangen müsst, den ihr ihm dann geben könnt und danach gibt er euch ein Geschenk dafür. Es gibt insgesamt 50 verschiedene Aufgaben, also 50 verschiedene Fische, die ihr für ihn fangen könnt. Und dann gibt es auch viele verschiedene Errungenschaften, die ihr freischalten könnt, je nachdem wie viele Fische ihr für ihn gefangen habt. Und die ganzen Fische gehe ich jetzt mal nicht durch, weil es zu viele sind. Und wenn ihr alle Aufgaben erfüllt habt, dann glaube ich, fangen die wieder von vorne an oder bekommt ihr wieder neue Aufgaben und so. Also ihr könnt ihr halt immer weiter Aufgaben erfüllen, auch wenn ihr sie schon gemacht habt. Ich glaube, ihr könnt die einfach nochmal weiter erfüllen. Und ja, das Ganze läuft folgendermaßen ab. Jeden Tag um 4.30 Uhr beginnt in Terraria ein neuer Tag. Und eine Aufgabe gilt halt für einen Terraria-Tag. Also nicht einen Tag in echt jetzt, sondern halt für einen Terraria-Tag. Also von 4.30 Uhr im Spiel bis 4.30 Uhr am nächsten Tag im Spiel. Also 4.30 Uhr in der Früh. Und da geht ihr einfach zum Angler hin. Er gibt euch dann eine Aufgabe. Also sagt euch einen Fisch, den ihr fangen müsst. Er zeigt euch dann ein Bild von dem Fisch und zeigt euch den Namen von dem Fisch, den ihr fangen müsst. Und er gibt euch einen kleinen Tipp dazu, wo ihr den Fisch fangen könnt. Und dann könnt ihr eben diesen Fisch fangen. Da gibt es nämlich eigene Aufgabenfische. Also die Fische könnt ihr normalerweise nicht fangen, sondern die könnt ihr nur fangen, wenn es eben diese Aufgabe gibt. Also jeden Tag gibt es eine andere Aufgabe und den Fisch von dieser Aufgabe könnt ihr halt nur an diesem Tag hier fangen und am nächsten Tag könnt ihr diesen Fisch nicht mehr fangen, weil eine andere Aufgabe stattfindet. Also Aufgabenfische könnt ihr nur an dem Tag fangen, an dem es die Aufgabe gibt. Und ihr könnt auch nur einen einzigen Fisch von dieser Aufgabe fangen. Also wenn ihr eine Aufgabe stellt und auch einen Fisch zeigt, den ihr für ihn fangen sollt und ihr den Fisch im Inventar drin habt, dann könnt ihr diesen Fisch nicht mehr wieder fangen. Jeder Aufgabenfisch lebt in einem anderen Bereich. Also bestimmte Fische kann man nur in verschiedenen Flüssigkeiten fangen. Zum Beispiel gibt es Fische, die man nur in Honig fangen kann zum Beispiel. Und dann gibt es Fische, die man nur in Wasser fangen kann und so weiter. Bestimmte Aufgabenfische brauchen auch ein bestimmtes Biom, wo man sie fängt. Also bestimmte Aufgabenfische kann man nur im Pilzbiom fangen, ein bestimmte kann man nur im Grimson fangen, also im Purpurgebiet, ein paar kann man nur im Corruption, also im Verderben fangen und ein paar kann man nur im Dschungel fangen, ein paar kann man nur im Ozean fangen und so weiter. Und nochmal dazu kommt auch, dass ihr auf eine bestimmte Höhe sein müsst. Für ein paar Fische zum Beispiel ist es wichtig, dass ihr an der Oberfläche fangt und nicht in der Höhle. Ein paar Fische müsst ihr ganz tief in der Höhle drin sein, ein paar Fische müsst ihr auf fliegenden Inseln fangen und
so weiter. Das kommt halt immer von Aufgabenfisch zum Aufgabenfisch drauf an. Aber ich glaube, ich mache nochmal ein eigenes Video, wo ich alle Aufgabenfische zeige und wie man sie bekommt. Soweit ich das gesehen habe, braucht ihr keine bestimmte Angel und auch keine bestimmten Köder, damit ihr einen Aufgabenfisch fangen könnt. Also ihr müsst nicht einen mega guten Köder haben oder einen mega schlechten Köder oder einen bestimmten Köder, sondern einfach irgendeinen Köder und irgendeine Angel. Es könnte der schlechteste Köder und auch die schlechteste Angel sein und ihr könnt immer noch die Aufgabenfische fangen. Es ist nur wichtig halt, wo ihr seid, um den Fisch zu fangen und in welchen Gewässer ihr angelt. Genau, ihr könnt auch nicht in der Pfütze drin angeln, also muss halt schon eine gewisse Größe haben, damit ihr drin angeln könnt. Und nachdem ihr den Fisch gefangen habt, könnt ihr halt wieder zum Angler zurückgehen und dort dann euren Fisch eintauschen für eure Belohnung. Und damit ihr den Fisch halt einlösen könnt, zur Belohnung halt, müsst ihr den Fisch halt im Inventar drin haben. Und ihr gebt ihm dann den Fisch, also ihr nehmt den Fisch automatisch aus eurem Inventar raus und gebt euch dann eine Belohnung dafür. Und die meisten Leute werden mich jetzt fragen, ja, was für Belohnungen gibt es denn da? Weil ja, man will natürlich eine Belohnung haben und was ist das für eine Belohnung? Jedes Mal, wenn ihr ihm einen Aufgabenfisch gebt, dann bekommt er halt irgendeine Belohnung und verschiedene Belohnungen haben halt verschiedene Chancen, damit ihr sie bekommt. Also es gibt aber richtig viele Belohnungen, die ihr haben könnt oder die ihr euch geben kann. Und jede Belohnung hat eine bestimmte Chance, damit es sie euch gibt. Sachen, die halt wichtiger sind, die haben halt eine geringere Chance, damit es sie euch gibt. Es gibt richtig viele Belohnungen, die man da bekommen kann und die sind allgemein eingeteilt in zwei verschiedene Arten von Belohnungen. Nämlich die zwei großen Teile sind einmal die Items, die euch wirklich was bringen, also die halt eine Funktion haben und Items, die halt nur zur Dekoration dienen. Nämlich von den Sachen, die halt nicht so viel bringen, sondern nur zur Deko sind, gibt es erstmal den Korallsteinblock, also da bekommt man gleich 50 bis 150 auf einmal von denen und sie haben eine 1%ige Chance. Dann gibt es auch das dreiteilige Meerjungfrauenkostüm, das hat eine 2%ige Chance, dass ihr es bekommt. Und wenn ihr das bekommt, dann bekommt ihr gleich alle drei Teile auf einmal. Dann gibt es noch das dreiteilige Fischkostüm. Das sieht richtig komisch aus. Und das hat auch eine 2%ige Chance, damit ihr das bekommt und bekommt auch alle drei Teile von dem Fischkostüm auf einmal. Dann gibt es verschiedene Trophäen, die ihr euch geben kann. Nämlich eine Hasenfisch-Trophäe, eine Goldfisch-Trophäe, Haizahn-Trophäe und eine Schwertfisch-Trophäe. Jede von diesen Trophäen hat eine 1%ige Chance, damit ihr sie bekommt. Danach gibt es noch eine Treasure-Map, also eine Schatzkarte. So eine Art Gemälde, was ihr halt an die Wand hängen könnt. Und das hat auch eine 1%ige Chance. Danach gibt es noch ein anderes Gemälde, nämlich das Pillagin Me Pixels Gemälde. Und dieses Gemälde hat auch eine 1%ige Chance, dass es bekommt. Und es gibt noch weitere verschiedene Sachen, die man an die Wand hängen kann, nämlich ein Compass Rose, Schiffsrad, Lebensretterring und einen Wandanker. Also die vier Sachen kann man auch an die Wand hängen und haben jeweils eine 1%ige Chance, dass es sie bekommt. Danach gibt es noch ein Schiff in einem Glas, das hat auch eine 1%ige Chance, dass es bekommt. Und das könnt ihr halt irgendwo auf den Tisch draufstellen oder so. Und dann gibt es noch den Seaweed Planter, also den Seegraspflanzer und der hat auch eine 1%ige Chance, dass ihr ihn bekommt. Den könnt ihr auch irgendwo hinstellen und es ist halt so eine Art Vase mit Seegras drinnen. Okay, das waren jetzt eher die dekorativen Sachen, die ihr bekommen könnt, aber es gibt auch Sachen, die nicht zur Dekoration sind, sondern auch wirklich weiterhelfen. Die Sachen zeige ich euch jetzt. Nämlich, da gibt es erstmal den Fischehaken, so eine 1,7%ige Chance. Und das ist halt so ein Endhaken, mit dem ihr euch halt hin und her ziehen könnt und so. Danach gibt es noch eine High-Test Fishing Line mit einer 2,5%igen Chance. Und das ist ein Ausrüstungsgegenstand, also ein Accessoire. Und wenn ihr das ausgerüstet habt, dann wird eure Fischleine, also eure Leine, die halt beim, also wenn ihr fischt, dann habt ihr jetzt so eine Leine, die halt in Wasser drin ist, an der halt der Köder befestigt ist und die wird halt nicht auseinanderbrechen oder die wird halt nicht automatisch weggehen, wenn ihr diese High-Test Fishing Line ausgerüstet habt. Danach gibt es noch den Angler Earring, also den Angler Ohrring, der hat auch eine 2,5%ige Chance, dass ihr den bekommt und das ist auch ein Ausrüstungsgegenstand, also ein Accessoire und wenn ihr den ausgerüstet habt, wird eure Fischkraft um 10% gesteigert. Danach könnt ihr noch eine Tacklebox mit einer 2,5%igen Chance bekommen und das ist auch ein Ausrüstungsgegenstand und wenn ihr das ausgerüstet habt, dann verringert das eure Chance, dass ihr einen Köder verbraucht. Also könnt ihr euch gut Köder sparen mit diesem Ding. Dann könnt ihr auch noch Geld bekommen vom Angler. Also irgendwelche Anzahl an Münzen könnt ihr ja bekommen. Also nicht irgendwo ein besonderes Item, aber ist halt doch zum Geld und auch nicht so schlecht. Und je mehr Aufgaben ihr erfüllt habt, desto mehr ist das Geld, was ihr da bekommt. Also falls ihr Geld bekommt, bekommt ihr mehr Geld, wenn ihr mehr Aufgaben erfüllt habt. Seit Version 1.3 gibt es ja den Expertenmodus in Terraria. Und im Expertenmodus sind die Münzen, die ihr bekommt, viel mehr. Also bekommt ihr gleich viel mehr Münzen, wenn ihr im Expertenmodus drin seid. Dann gibt es auch verschiedene Tränke, die ihr bekommen könnt. Hier ist erstmal die Sonar Potion. Wenn ihr die getrunken habt, dann habt ihr den Sonar Buff. Und der macht, dass wenn ihr fischt, dass dann die Namen von den Fischen über der Fischeleine angezeigt werden, wenn ihr einen Fisch fängt. Richtig cool irgendwie. Danach gibt es noch die Fishing Potion. Und ihr gebt euch den Fishing Buff, wenn ihr ihn getrunken habt. Und der erhöht auch für 8 Minuten eure Fischkraft um 15. Und danach gibt es noch die Crate Potion. Und wenn ihr die getrunken habt, dann bekommt ihr den Crate Buff für 3 Minuten. Und wenn ihr den habt, dann erhöht sich eure Chance, dass ihr eine Kiste, also eine Crate, bekommt. Kommt um 10%. Also eine Kiste könnt ihr auch beim Angeln bekommen und in der Kiste können auch verschiedene Sachen drin sein. Und ja, jede
diese drei Potions, also jeder dieser drei Tränke, hat eine 20%ige Chance, dass ihr sie bekommt, jeweils. Und wenn ihr eine dieser Tränke bekommt, dann bekommt ihr gleich 2 bis 5 von denen auf einmal. Danach kann auch der Angler auch verschiedene Köder geben, die ihr nur bei ihm bekommen könnt. Als erstes gibt es den Apprentice Bait. Den könnt ihr zu einer Chance von 38% bekommen. Der Apprentice Bait hat eine Köderkraft von 15%. Dann gibt es den Journeyman Bait und den könnt ihr zu einer Chance von 10% bekommen. Er hat eine Köderkraft von 30%. Und dann könnt ihr auch den Master Bait zu einer Chance von 3% bekommen. Hat eine Köderkraft von 50%. Von diesen drei Ködern könnt ihr jeweils 1 bis 7 auf einmal bekommen. Aber wie viele ihr wirklich von denen bekommt, hängt davon ab, wie viele Aufgaben ihr schon erfüllt habt. Also je mehr Aufgaben ihr erfüllt habt, desto mehr von diesen Ködern bekommt ihr auf einmal, wenn ihr einen von diesen Ködern bekommt. Also wenn ihr so einen Köder bekommt, dann könnt ihr halt 1 bis 7 Köder auf einmal bekommen. Und je mehr Aufgaben ihr erfüllt habt, desto öfter bekommt ihr diesen Köder. Und dann gibt es ein paar Sachen, die ihr erst im Hard Mode bekommen könnt. Nämlich gibt es erstmals die Fin Wings, also die Finnenflügel, und die könnt ihr zu einer Chance von 1,4% bekommen. Und ihr müsst schon mindestens 10 Aufgaben erfüllt haben. Also müsst ihr im Hard Mode sein, 10 Aufgaben erfüllt haben und zu einer Chance von 1,4% bekommt ihr die Fin Wings. Und dann gibt es auch die Hotline Fishing Hook, also die Hotline Angel, also das ist eine besondere Angel, und die könnt ihr zu einer Chance von 1,3% bekommen ab dem Hard Mode. Aber erst nachdem ihr 25 Aufgaben erfüllt habt. Also wenn ihr im Hard Mode seid, 25 Aufgaben erfüllt habt, habt ihr eine 1,3%ige Chance, dass ihr eine Hotline Fishing Hook bekommt. Ja, und dann gibt es noch ein paar Sachen, die es erst seit Version 1.3 gibt. Nämlich gibt es erstmal das Fisherman's Pocket Guide, was ihr zu einer Chance von 2,5% bekommen könnt, ab Version 1.3. Und das ist ein Ausrüstungsgegenstand, also ein Accessoire, und wenn ihr es angezogen habt, dann könnt ihr eure derzeitige Fischkraft sehen. Danach gibt es auch das Weather Radio, also das Wetterradio, mit einer Chance von 2,5%. Das ist auch ein Accessoire, also ein Ausrüstungsgegenstand, und wenn ihr den ausgerüstet habt, zeigt ihr euch das derzeitige Wetter und die Windgeschwindigkeit. Und gibt es auch den Sechstand, und der zeigt euch die derzeitige Mondphase an, die ihr gerade habt. In Terraria gibt es ja verschiedene Mondphasen, also Vollmond, Neumond und Halbmond und so weiter. Und der Sextant zeigt euch halt die derzeitige Mondphase an. Und dann gibt es auch das Golden Bugnet, also das goldene Käfernetz, mit einer 1,3%igen Chance seit Version 1.3. Und das goldene Käfernetz ist eine so wie das ganz normale Käfernetz, nur dass es größer ist, schneller ist und Gras zerstören kann. Also wenn ihr das Netz schwingt, dann wird halt das Gras zerstört, was halt in der Nähe ist. Und im Hard Mode seit Version 1.3 gibt es noch den Bottomless Water Bucket mit einer Chance von 1,4%, nachdem man mindestens 10 Aufgaben erfüllt hat. Also wenn man in Hard Mode ist, 10 Aufgaben erfüllt hat und mindestens Version 1.3 hat, hat man eine 1,4%ige Chance, dass man den Bottomless Water Bucket bekommt. Und der ist sogar fast so wie ein Cheat eigentlich. Nämlich ist es wie so Wassereimer, nur dass halt niemals ausgeht. Also ihr könnt immer Wasser rausleeren und müsst nicht dauernd das Wasser auffüllen gehen. Richtig, richtig praktisch. Und dann gibt es noch den Super Absorbent Sponge, also den super saugstarken Schwamm, mit einer Chance von 1,4%, nachdem ihr mindestens 10 Aufgaben erfüllt habt. Also wenn ihr im Hard Mode seid, 10 Aufgaben erfüllt habt und mindestens Version 1.3 habt, habt ihr eine 1,4%ige Chance, dass ihr diesen Schwamm bekommt. Und das ist so ein Item, was ihr halt einsetzen könnt und was das ganze Wasser, was in eurer Nähe ist, absorbiert und entfernt halt. Also wenn ihr irgendwo eine Pfütze habt mit Wasser, wo nicht viel drin ist, könnt ihr das halt einsetzen und dann geht das Wasser halt weg. Auch sehr, sehr praktisch. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, die man halt garantiert an bestimmten Aufgaben bekommt. Also ein paar Sachen, die bekommt man halt 100%ig, wenn man eine bestimmte Aufgabe erfüllt hat. Nämlich wenn ihr die 5. Aufgabe erfüllt habt, bekommt ihr eine Fuzzy Carrot. Und das beschwört das Hasenmount, also das Hasenreittier. Das ist mega cool, finde ich. Und wenn ihr die 5. Aufgabe erfüllt habt, bekommt ihr genau das als Geschenk. Die gibt es aber nicht in der 3DS-Version von Terraria. Dann, wenn ihr die 10. Aufgabe erfüllt habt, bekommt ihr ganz sicher den Anglerhut. Dann, wenn ihr die 15. Aufgabe erfüllt habt, bekommt ihr ganz sicher die Anglerweste. Und wenn ihr die 20. Aufgabe erfüllt habt, dann bekommt ihr ganz sicher die Anglerhosen. Und ja, das ist eigentlich das Angler-Outfit, also das Outfit, was halt der Angler-NPC selber anhat. Und dann gibt es noch die Golden Fishing Rod, also die goldene Angel, die ihr auch bekommen könnt. Und die ist ein bisschen komplizierter, nämlich wenn ihr 75 Aufgaben erfüllt habt, habt ihr jedes Mal, wenn ihr eine Aufgabe erfüllt, eine 0,4%ige Chance, dass ihr diese bekommt. Aber man kann sie auch vorher schon bekommen. Nämlich in der PC-Version von Terraria und in der Handy-Version von Terraria ist es so, dass ihr garantiert bei der 30. Aufgabe, die ihr erfüllt, die goldene Angel bekommt. Und in den alten Konsolen-Versionen ist es so, dass ihr ganz sicher bei einer 50. Aufgabe, die ihr erfüllt, die goldene Angel bekommt. Also ihr bekommt sie einerseits halt bei einer bestimmten Aufgabe, andererseits, wenn ihr ganz, ganz viele Aufgaben geschafft habt, also 75 Aufgaben geschafft habt, habt ihr jedes Mal bei jeder Aufgabe eine 0,4%ige Chance, dass ihr sie bekommt. Okay, und ganz am Anfang habe ich ja die Einteilung gemacht zwischen dekorativen Blöcken, also Sachen, die halt nicht wirklich weiterhelfen, und Sachen, die halt weiterhelfen. Und bei den Sachen, die halt weiterhelfen, habt ihr ja verschiedene Prozentchancen, dass ihr bekommt. Zum Beispiel bei Fischhaken hat eine 1,7%ige Chance und so weiter. Und je mehr Aufgaben ihr erfüllt habt, desto höher wird die Chance für diese Items. Denn nämlich, wenn ihr 50 Aufgaben erfüllt habt, wird die Chance verdoppelt, bei 100 Aufgaben wird die Chance vervierfacht und bei 150 Aufgaben wird die Chance versechsfacht. Also ja, wenn ihr mehr Aufgaben erfüllt habt, wird die Chance für
für Sachen, die ihr halt wirklich braucht, immer höher, dass ihr sie bekommt. Und die Chance für dekorative Sachen und so werden immer weniger. Das gilt für alle Sachen, die halt einem wirklich was bringen, außer die drei Potions, also die drei Tränke. Bei den drei Tränken bleibt die Chance immer bei 20%. Da wird die Chance nicht verdoppelt oder vervierfacht oder versechsfacht oder so. Das passiert bei den Tränken nicht, sondern nur bei den anderen Sachen, die halt keine Dekorationsblöcke sind. Okay, das war alles ein bisschen verwirrend. Ich hoffe, ihr konntet da ungefähr das alles verstehen. Ich glaube, ich mache noch eigene Videos zum Angeln und zu Köder und so weiter. Okay, und das waren echt die ganzen Aufgaben vom Angler. Dann die Frage ist natürlich, wann zieht ihr überhaupt ein? Und bei ihm ist es auch ein bisschen besonders. Nämlich könnt ihr den Angler einfach so am Strand finden. Also in Terraria gibt es ja zwei Strände, nämlich einmal ganz rechts in der Welt und einmal ganz links in der Welt. Und daneben ist halt gleich der Ozean. Und den Angler könnt ihr halt sofort eigentlich ganz am Anfang vom Spiel irgendwo am Ozean treffen. Also entweder er schläft auf dem Wasser oder er schläft irgendwo am Strand. Und ja, er kann echt auf dem Wasser schlafen. Und ihr geht einfach zu ihm hin, redet mit ihm, dann weckt ihr ihn auf und dann fangen eigentlich die Aufgaben schon an. Und sobald ihr mit ihm geredet habt, also sobald er aufgewacht ist, kann er auch in ein leeres Haus einziehen, wenn ihr halt ein leeres Haus habt. Genau, es kann sein, dass er übrigens ganz am Anfang noch nirgendwo ist, also dass er nicht am rechten Strand ist und auch nicht am linken Strand. Ihr müsst einfach nur ein bisschen warten, irgendwo seht ihr ihn dann schon. Der Angler-NPC hat 250 Leben, 15 Abwehr und 50% Rückstoßwiderstand. Ist auch interessant, dass er ein Kind ist und trotzdem noch gleich viel Abwehr hat und Leben hat, wie die ganzen Erwachsenen eigentlich. Seit Version 1.3 kann es sich auch verteidigen, wenn er angegriffen wird. Weil vor 1.3 ist es so, dass wenn er angegriffen wird, dass er einfach nicht weiß, was er tun soll und einfach weggeht. Aber seit Version 1.3 hat er eine eigene Waffe, mit der er sich verteidigen kann. Und bei ihm ist es der Frost-Dagger-Fisch, also der Frost-Dolch-Fisch. Und diesen Fisch wirft er einfach auf Gegnern. Ich meine, ja klar, er ist ein Angler, er hat sonst keine Waffen, deswegen wirft er einfach seine Fische auf die Gegner. Ja, der Angler-Stadtbewohner hat keine besonderen Drops, also er lässt nichts fallen. Und ja, der Angler kann auch verschiedene Namen haben, nämlich kann er die Namen Tommy, Jimmy und Sammy haben. Oder warte mal kurz. Ich glaube, ich habe mich mal verguckt. Ich glaube, es stimmen mir nur zwei Namen davon. Ich glaube, ein Name ist mir da reingerutscht, der nicht drin sein sollte. Könnt ihr mir helfen beim Raten, welcher der Name nicht stimmt? Also schreibt mir am besten mal in die Kommentare rein, welcher dieser Namen der Angler nicht haben kann. Ratet einfach mal und im nächsten Video werde ich ein paar Leute erwähnen, die es richtig geraten haben. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, könnt ihr jetzt den Abonnieren-Knopf drücken und danach die Glocke klicken, weil dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und verpasst auch das nächste Video nicht, das ist keine Tutorials mehr, keine Terraria-News. Und verpasst das nächste Video nicht, ob ihr gegrüßt wurdet oder nicht und ob ihr richtig gelegen seid oder nicht. Dann, wenn euch das Video gefallen hat, wäre es cool, wenn ihr kurz mal den Gefällt-Mir-Knopf drücken würdet. Würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Dann könnt ihr euch noch andere Videos ansehen. Aber auf jeden Fall war es dann mit dem Video. Danke Leute fürs Zusehen, danke für euren Support und bis zum nächsten Mal. Tschüss.